Hi zusammen und herzlich willkommen zurück zur Netzsicherheit. Heute wollen wir mit einem neuen Thema anfangen und zwar TLS. TLS ist allgegenwärtig. Allein wenn ihr diese Website hier aufgerufen habt, egal ob ihr es auf meiner Website guckt, die benutzt HTTPS oder YouTube benutzt natürlich auch HTTPS. Und ja, TLS ist tatsächlich wichtiger Bestandteil von HTTPS. Im Prinzip ist HTTPS nichts anderes außer HTTP-Traffic, der mit TLS verschlüsselt und gesichert wird. Und da gibt es noch deutlich mehr Anwendungen. TLS ist einfach sozusagen Schicht 5 und möchte nichts weiter machen, als für die Anwendung Verschlüsselung zur Verfügung zu stellen. Das benutzt SSH zum Beispiel, HTTPS habe ich schon gesagt, SMTP benutzt das Ganze, also E-Mail. Alle Sachen oder eigentlich die meisten Sachen heutzutage, die übers Internet laufen, benutzen irgendwie TLS zwischendrin, weil es einfach eine sehr, sehr leichte Möglichkeit und eine sichere Möglichkeit ist, wie man Verbindungen verschlüsseln kann. IPsec wird nur benutzt, wenn eben nichts anderes, also wenn TLS nicht möglich ist. Und wann genau ist TLS nicht möglich? Naja, wir sehen es hier drüben, wenn ich meine Maus kriege. TLS braucht unten drunter immer TCP, denn TLS benötigt Sequenznummern, es benötigt zuverlässigen Dienst hier auf Schicht 4. Das heißt, IPsec müssen wir nur benutzen, wenn wir hier UDP verwenden müssen und deswegen ist mittlerweile UDP auch immer weniger gerne gesehen. Es hat ja auch seine Schwierigkeiten mit Firewalls oder, keine Ahnung, NATs oder sowas. Die schmeißen ganz gerne mal UDP-Packets weg. Aber wenn man trotzdem mal UDP benutzt, dann tatsächlich hier IPsec benutzen, aber ansonsten ist eigentlich meistens TLS zwischengeschaltet und verschlüsselt die ganze Kommunikation. Das heißt, man kann hier IPv4 und IPv6 und IPsec nehmen, wie man eben gerade Bock hat. Und ja, ist eigentlich ziemlich geil. Schicht 2 und Schicht 1 interessiert uns eigentlich für Sicherheit relativ wenig jetzt gerade. Okay, so, was ist denn jetzt so besonders an TLS? Naja, man lässt eigentlich die Anwendung bestimmen, was genau oder wie genau verschlüsselt werden soll. Und da muss man auch vorsichtig sein, denn die Anwendung kann da auch einfach Scheiße konfigurieren. Und ist aber nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so schwer wie bei IPsec. Es ist deutlich einfacher. Anwendung meint in dem Fall jetzt hier zum Beispiel in meinem Fall Nginx. Nginx in meiner Server-Einrichten-Videoreihe gibt es mehr Infos dazu. Nginx ist ein Web-Hoster sozusagen, quasi ein Programm, mit dem ihr Webseiten hosten könnt. Und diese Webseiten können mittels TLS verschlüsselt werden. Und ja, das macht man dann eben HTTPS und das wiederum benutzt TLS und dort werdet ihr auch für TLS die einzelnen Algorithmen oder die sogenannten Cypher Suites eintragen müssen. Und diese Cypher Suites müssen immer von der Anwendung eingetragen werden. Das heißt nicht irgendwie TLS macht das Ganze automatisch. Nein, das muss die Anwendung immer selbst entscheiden, anders geht es tatsächlich nicht. Ja, und das macht man, wie gesagt, mit sogenannten Cypher Suites. Die möchte ich euch dieses Video noch zeigen, sozusagen als kleine weiterleitende Einführung sozusagen. Die Grundlagen habt ihr ja jetzt eigentlich schon. Man sagt der Anwendung oder man sagt in der Anwendung, ganz easy, mehr muss man eigentlich nicht machen, welche Cypher Suites man benutzen möchte und schon ist das Ganze gut. Wie gesagt, schaut euch das passende Video dazu in der Server-Einrichten-Serie an. Da sagen wir auch, was für Cypher Suites wir gerne hätten. Und das passende Video wäre dazu Let's Encrypt oder HTTPS oder sowas habe ich es genannt. So, die Anwendung muss also bestimmen, was für eine Cypher Suite man hat. Relativ einfach, wie so ein Ding aufgebaut ist, das will ich euch gerade noch kurz zeigen. Am Anfang steht immer TLS Bodenstrich. Das bedeutet so viel wie, das ist unser Präfix. Man kann auch SSL benutzen, aber SSL ist veraltet. Deswegen hier einfach immer TLS reinschreiben. Dann kommt der sogenannte Key Exchange Algorithmus. Das heißt Diffie-Hellman und RSA. Und das sind die beiden Algorithmen, die hier standardmäßig verwendet werden. Und zwar nur zum Schlüsselaustausch. Man verschlüsselt im Internet nicht mithilfe von asymmetrischer Kryptographie, außer den Schlüsseln selbst. Das heißt, man macht den Schlüsselaustausch mit asymmetrischer Kryptographie und die Schlüssel, die man dann bekommt, die werden genutzt für symmetrische Kryptographie, die einfach 10.000 Mal schneller ist. Nicht ganz 10.000, ich glaube, es sind nur 1.000 Mal, aber es ist trotzdem deutlich, deutlich schneller. Überlegt einfach mal, wenn ihr auf jedes Paket einfach 1.000 Mal so lange warten müsstet, dann habt ihr den Grund, warum man eigentlich nur den Schlüsselaustausch mit asymmetrischer Kryptographie macht. Die ist aber natürlich sehr, sehr sinnvoll, weil man muss sich dafür nicht irgendwie treffen oder so. Das haben wir ja schon ausführlich diskutiert, das Ganze. Okay, das heißt, das hier zum Key Exchange, erstmal Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch und dann RSA als Schlüsselaustausch.
benutzen, wie genau das abläuft, werden wir uns noch angucken. Haben wir auch schon in der IT-Sicherheits-Playlist mal kurz reingeguckt. Ich möchte euch das hier natürlich auch nochmal genauer demonstrieren und vielleicht auch noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Mal gucken. Dann kommt ein Trenner, der sozusagen das Handshake-Protokoll, das ist der Teil hier zum Schlüsselaustausch, der Handshake, der Handschlag, wird getrennt von dem sogenannten Record-Protokoll. Und das Record-Protokoll ist dann tatsächlich das, was man auch wirklich Kommunikation nennen kann. Also das, wo Nutzdaten übertragen werden, wo Informationen über eine Website übertragen werden, wo SSH-Kommandos ausgeführt werden, wo, keine Ahnung, E-Mails ausgetauscht werden und sowas. Das passiert im Record-Protokoll und wie das verschlüsselt ist, das steht hinten dran. Das heißt, wir haben hier erstmal AES 256, was wiederum der symmetrische Verschlüsselungsalgorithmus ist. AES ist der symmetrische Verschlüsselungsalgorithmus, 256 ist die Schlüssellänge von unserem symmetrischen Algorithmus. Das bedeutet, wir benutzen hier eigentlich einen der besten Algorithmen, wenn wir das hier angeben. Und dann braucht man aber noch einen Modus. Achtung, hier kann man sehr, sehr schlimm konfigurieren. Hier könnte man zum Beispiel den ECB eintragen und das wäre dann wirklich nicht mehr sicher. Dazu mehr Informationen in der IT-Sicherheits-Playlist. ECB, furchtbar, CBC ist hier das Richtige. Und anschließend muss man natürlich noch angeben, wie der HMAC berechnet werden muss. HMAC kennt ihr mittlerweile hoffentlich. Das ist die Hash-Funktion, die für die Integrität sorgt. Das heißt, wie man hier sozusagen über alle Nachrichten beweisen kann, dass die Nachrichten nicht verändert wurden. Und wenn sie verändert wurden, dann merkt man es. Und dann kann man den Schlüsselaustausch einfach nochmal von vorne laufen lassen. Dann wurde man nämlich gerade Opfer eines Angriffs. Okay, also das wäre dann diese Shay-Hash-Funktion in unserem Fall. Und ja, das ist es auch tatsächlich hier schon. So sieht eine Cypher-Suite für TLS aus. Und wenn ihr mal bei mir in der Server-Einrichten-Playliste guckt, dann werdet ihr sehen, dass ich hier haufenweise von diesen Dingern eingefügt habe, die alle in etwa so aussehen. Natürlich nicht alle gleich, manche sind ein bisschen schwächer. Man muss als Server sozusagen immer möglichst viele von diesen Dingern, aber trotzdem noch sichere Varianten dieser Cypher-Suites eintragen. Und ja, warum muss man das machen? Es kann sein, dass ein Client zum Beispiel manche Algorithmen nicht unterstützt. Das heißt, sagen wir mal, jemand benutzt Internet Explorer von vor ein paar Jahren, dann kann der vielleicht kein AES, okay, das sollte er können, aber vielleicht manche Algorithmen gehen dann halt einfach nicht. Und da muss man sich natürlich dann überlegen, okay, welche kann ich noch anbieten, damit derjenige auf meine Website zugreifen kann? Denn wenn keiner dieser Algorithmen hier unterstützt wird, dann wird derjenige einfach nicht auf die Website gelassen. Das ist auch gut so, denn es gibt auch eine ganz spezielle Form von dieser Cypher Suite, die will ich euch nicht mal hier herschreiben, weil sie so gefährlich ist, und zwar TLS Null with Null Null. Das ist unglaublich gefährlich, denn was es bedeutet, ist im Endeffekt, es wird kein Schlüsselaustausch gemacht, es wird nicht verschlüsselt, es wird keine Integrität sichergestellt, es wird im Endeffekt gar nichts gemacht, aber trotzdem wird TLS hier benutzt. Das wäre sozusagen, ich trickse alle aus und tue so, als hätte ich HTTPS, aber in Wirklichkeit wird überhaupt kein HTTPS sichergestellt, in Wirklichkeit wird überhaupt nichts unterstützt. Und das ist sehr, sehr gefährlich, deswegen, ja, man muss immer drauf gucken, was für Algorithmen sind tatsächlich von der Webseite unterstützt und da gibt es sehr, sehr viele, die einfach auch viel zu schwach sind, die als gebrochen gelten. FBI hat da, oder die NSA hat da ihre ganz, ganz tollen Strategien, wie sie die dann cracken können, also einfach wirklich alles durchprobieren, das funktioniert. Und wenn man zu schwachen Algorithmus wählt, dann kann das durchaus mal der Fall sein. Deswegen hier immer schön was Starkes wählen, aber trotzdem so gerade so genug, damit eben auch alle auf eure Website zugreifen können oder was auch immer ihr für eine Anwendung eben benutzt. Okay, das war's erstmal von meiner Seite. Nächstes Mal gucken wir uns vielleicht ein paar Angriffe darauf an und natürlich wie die ganzen, also die nächsten paar Male gucken wir uns das an und wie das ganze Protokoll aussieht, wie was das Handshake-Protokoll ist, was das Record-Protokoll ist und so weiter und so fort. Alles klar, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!